So, salut zusammen. Heute sind wir im allerletzten Krochen, nämlich in Binn. Zum Glück hat es eine wunderschöne Sonne. Aber leider muss jetzt da oben in den Schatten gehen. Da sieht es ein bisschen weniger sonnig aus. Aber lieber überraschen. Das urchige Walliserdorf Binn ist berühmt für ihre Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Küche. Was erwartet uns euch heute mit dem Egon am Restaurant Tester? Eine wunderschöne Brücke aus dem 17. Jahrhundert. Ein bisschen steifes Geländer, aber ich glaube, die Kinder hier passen gut auf. Die gehen übrigens heute gerade Nachmittag Ski fahren. Wahrscheinlich kommt am Egon jetzt gerade das Lied «Über sieben Brücken musst du gehen» in den Sinn. Vielleicht inspiriert man das ja. Dann prüfe ich das Restaurant Alblum. Ja, hier ist gerade ein bisschen stutzend, aber zum Glück hat er den Wegsäuber frei gemacht. Das Stützli sollte doch kein Problem sein. Er ist ja ziemlich sportlich und hat auch schon 3 Marathon gewonnen. Kein Grund also zum Jammern. Hat er die ganzen Schilder verdient oder hat er die im Lotto gewonnen? Walliser Köstlichkeiten, Michelin, Gumiou. Lieber Schlaberoschen, wir gehen mal schauen. Die Tafel hat er schon mal erkannt. Sind wir gespannt, was ihn denen erwartet. Schon wieder ein Tier, hier weiß ja gar nicht, wo ich gehe. Hallo, ist da jemand? Hallo Egon. Ja, grüß Gott. Wie geht's? Gut, und selber? Jawohl, ich bin da, danke. Zack. Jawohl, mit dem Wetter. Ja, ist wirklich schönes Wetter. Wenn wir schon diesen Krochen kommen, sich erfahren. Durch den nur lang tun, mit aber schön weg. Nicht. Ja, aber mit der Herren nicht auf. Ah, und ich mit meinem Auto, gell? Ja. Fast durchgetropft. Aber auch so rausgekommen wie ins Paradies, nicht? Ja, ich verstehe. Wie ins Paradies. Tipptopp. Zeigst du mir mal das Restaurant? Ja, jawohl, also das wäre jetzt das Restaurant. Jawohl. Da, wo die Gaststube, sagen wir so, verstummt ist. Sehr beliebt für die Heimischen und so. Ja, naja, aber nicht alle 270 Einwohner Platz. Nein, aber sie verteilen sich nicht so schlecht. Ja. Dann kommen wir in der Küche. Hallo Chef, wie geht's? Friedo. Sali. Das ist der Junior. Das ist der Michal, unser Hilfkoch und Zimmerboy. Zimmerboy auch noch? Jawohl. Ja, der Zimmerboy. Ja, mehr wollen wir da gar nicht wissen. Ich will den Tisch noch helfen. Schön. Du hast eben noch einen Frühstückssaal für unsere Hotelgäste. Also am Platz kannst du nicht scheitern. Aber mit Platz allein hast du noch nichts gewonnen. Wie viele Hotelzimmer hat er? 11 Zimmer. 11 Zimmer. Und im Winter ziemlich ausgebucht. Nicht schlecht, aber nicht wir schlecht. Arbeiten gut. Ja. Also ich habe gerne alte Sachen. Ja, das sieht man. Hat eine Hüfe. Ja. Hüfe kleine, schöne Sachen. Sogar Bienenwoben. Genau. Auch bekannt unter dem Namen Staubfänger. Ja, zum Glück habe ich das GPS geschaut, dass ich weiß, wo ich gehe. Und dann habe ich immer gehört, Minenfeld. Aber es heisst Bienenfeld. Bienenfeld. Ob die Küche auch ein Minenfeld ist. Das wäre mein Tisch. Genau. Gut, danke schön. Ja, bitte, gerne. Wieder ein Stuhl. Ein älteres Modell. Ja, dann wärst du überrascht, was wir hier jetzt essen können. Ein alter Stuhl für einen alten Gast. Wie hat ihr ein Überraschungsmenü vom Chef? Lange überraschen? Oder ja, mache ich gerne. Aber ich lasse mich überraschen, aber ich schaue gerne. Sehr gerne. Gerne als Aperitif. Ich nehme am liebsten ein Glas Rivella. Ein Zäuerli, ein Dreier. Ja, und Dreier mag ich schon. Jawohl. Ein Glas Rivella. Dein Ernst, Egon, im Wallis. Jetzt bin ich hier noch letztes Jahr krochen gekommen. Auf B, da bin ich in meinem Leben sicher auch einmal gewesen. Vorher habe ich gesehen, hier ist ein Schattenloch. Aber wenn du auf die andere Seite schaust, von hier siehst du die Sonne. Das ist eigentlich schön. Und jetzt lernst du dir überraschen, was das Überraschungsmenü bringt. Jetzt gehen wir den Mario um die Schulter schauen und schauen, was das in der Küche alles bastelt. Hey Mario, bist du weg? Tipp da oben, ja. Kommst du mal hier schauen, was ich hier mache? Ja, dein Reich. Hä? Dein Reich. Was gibt's Gutes? Ja, allerlei. Wir haben gerade für ein Mittagsmenü. Da hat es Spaghetti noch, Kräuterbuttersauce. Sehr Fleisch, Bombe. Darf ich mal die Nase drüber haben? Was ist das genau? Ochsenschwanz. Geschmorter Ochsenschwanz. Sieht speziell aus, aber schmeckt wunderbar. Was ist denn das da für ein Glühwein? Das ist das Lager. Also, wie du siehst, hier ist meine Küche. Ja. Nicht ganz so riesig, aber es liegt oben so, längt wunderbar. Ihr seid zu zweit in der Küche? Wir sind normal zu dritt. 2 bis 3, je nachdem. Wie plus der Nachwuchs. Plus der dann. Genau.
Hier haben wir so einige Lagerräumlichkeiten. So das Trockenlager, Weinlager. Ja, ist jetzt nicht gerade übermässig gross, he? Nein. Aber es reicht gerade? Nicht lange. Du bist hier aufgewachsen? Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ja. Das haben die Eltern 30 Jahre gefeiert, das Restaurant. Nachher haben sie mir Süff her und haben es vermietet sich ein paar Jahre. Und ich bin dann, in der Zeit bin ich dann auf der Wanderjahre, wie man so sagt. Und, wo warst du überall? Gewesen? So die Lehre habe ich in Brie gemacht, im Schlosskeller. Ja. Bin nachher weiter auf Fischmann, am Stahlbach. Vorher zuerst noch eine Zusatzlehre als Patissier gemacht. Nachher habe ich so ein bisschen Saisonstellen gemacht. Also in Ascona war ich Saison und in Zweckis habe ich eine Sommersaison gemacht. Und bin nebenbei auch immer in einer Kochnationalmannschaft noch gewesen, 4 Jahre lang. Also Patisserie gemacht. Mit wem bist du jetzt in Ascona? Beim Ivo Adam, im Seven. Ah. Genau. Gut. Und nachher habe ich das Restaurant ist ein Vermieter und die haben eben aufhören. Und ich probiere das selber mal. Zurück zu den Wurzeln? Zurück zu den Wurzeln. Und der Schritt nie bereut? Nein. Super. Da sind die Kinder am Malen und essen. Und so alles der Familientisch. Mhm. Ja, merkst du schon, dass eine junge Familie hier am Arbeiten ist? Mir ist vor jetzt aufgefallen, sogar ein Wickeltisch. Was machst du hier? Die neue Speiskarte, denkst du? Machst du östags Koch? Nicht. Ja, du machst Künstler. Hast du vorne die hübschen Plakate gemalt? Gummi und so. Das ist gar nicht echt. Das sind immer die in Schmalen, die Gummi und Pink und, die, und so weiter. Die aber die verdienen wir. Ja, man kann es ja anders machen. Finde ich gut. Die machen das gut. Ja, wenn du lieb fragst, Egon, macht er dir vielleicht auch ein Go-Mio-Plakat? Ja, Mario. Ich lasse mich noch überraschen und gehe mal einen Schluck rein. Mach dir das. Bis nachher. Bis später. Jetzt siehst du. Ich sehe es noch. Ja. So, jetzt ist fertig gestört. Die Messer werden gewetzt und in der Küche wird geschafft. Schließlich will sich der Koch mit dem Spezialmenü beweisen. Dann merkt man dann schnell, ob die Tafeln daraus selber gemacht oder richtig verdient worden sind. Ausgesehen tut es einmal gut und die Produkte sehen auch frisch aus. Aber vielleicht findet der Egon ja trotzdem ein Haar in der Suppe, wenn es Suppe gibt. Ich habe auch mit dem Rindscarpaccio, mit Chicorée-Salat, ein frittiertes Eigelb und braunen Kessel-Mayonnaise. Ein guter Genuss. Dankeschön. Aha, der Egon sagt nichts. Ganz speziell. Dann kann es nicht so schlecht sein. Dann komme ich schon mit dem anderen auch noch, gell? Wunderbar. Wir haben ein feines Leckerli-Schü, Basler Leckerli-Schü mit Süßherdöpfelstampf. Und dann haben wir das Nuss to Tail. Da haben wir ein Stück Rindentrecot mit Kalbsmilke frittierte. Und geschmort Ochsenschwanz und jetzt hier feines Gemüse. Sogar Schokolade elsässische Acht. Extra elsässische. Et voilà. Bon appétit. Merci. Optisch sind die Teller der Hammer und der Egon ist voll konzentriert mit allen Sinn am Testen. Und wie ist dein Fazit, Egon? Mario kann wer leben. Der Mario lassen wir so oder so leben. Das Fleisch aber nicht, gell, Egon? Wunderbar schmecken. Ochsenschwanz. Gut gemacht. Probieren wir noch ein bisschen Süßkartoffeln. Also das ist wunderbar, sieht schön aus. Die Jus müssen wir noch mal probieren. Nach den Süßkartoffeln gibt es noch mehr Süßes. Dann kommen wir zum Süßessen. Das ist jetzt unser Binnergestein. Da haben wir ein Roggenparfait mit selbstgemachter Meringue, ein Heidelbeermus, ein Roggencake und rundum haben wir Felchin-Schokolade mit Krokant, Heidelbeerpüree und da haben wir unsere Absentkristalle. Das ist sehr fein. Und weiss mal noch, weil innen ist flüssig. Unsere Bienenbutsche, das sind dragierte Nüsse und Butterstreusel. Also ich hoffe, dass die Absente mich nicht ab dem Sessel jagen, wie die Schiesspulver, die ich vorher hatte. Vielleicht, das sieht man. Wir müssen probieren. Sagst du mir es dann nachher? Gut, gell? Merci. Also bei so einem tollen Essen kommt sogar der Egon ins Staunen.
wer hätte das gedacht, dass da oben in dem Krachen so ein kulinarisches Erlebnis wartet? Der glänzt so schön. Den nehme ich ein paar für die Frau heim. Aber das Besteck lässt da, gell, Egon? So. Die wollen wir mal verabschieden. So. Die studieren, was es noch zu arbeiten gibt. Ja, ja, jetzt gibt es noch genug. Es war wunderbar. Danke. Es hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Und es lohnt sich wirklich, der Tunnel zu fahren, bis wir hier mit ihm sind. Ja, super. Alles Gute. Merci. Ja, danke. Mario, alles Gute. Gute Geschäft. Tschüss. Fait ciao, Sam. Tu dis au revoir. Oh. Papa nicht sagen, ich habe den Kristall gestohlen. Oh, il l'emmène à la maison. Il a le droit de l'emmener à la maison? Schönen Nachmittag. Ja, so, merci, ciao, danke schön. Auch wir sagen Tschüss und bedanken uns recht herzlich für das außerordentlich kulinarische Erlebnis und für die schöne Zeit hier oben in Binn. Komplizierte Burte. So, Sonne scheint immer noch. Es ist ein bisschen lange Reise, bis man hier zu Binn ist. Ein langer Tunnel, ein Fenster. Aber wenn man mal hier ist und in diesem Restaurant hockt, gibt es etwas Wunderbares zu essen. Und nicht nur die Soße mit dem Ochsenschwanz lohnt sich, dass die Leute hierher kommen und hier etwas Feines gegessen. Und ich kann sagen, die Schilder, die da oben sind, die sind wirklich echt und haben nicht der Junior gemacht. Und jetzt, ciao zusammen und einen schönen Abend. Ja, wir haben nicht auf das Viertelnjagd und erglätt. Was für ein kulinarisches Abenteuer das nächste Mal auf unser Egon wartet, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Egon, der Restauranttester.